ich glaube, ich meine, dadurch, dass wir ja auch über die Fachbereichsleiter gehen, und ganz ehrlich, die sind bei uns auch alle nicht so jung, die sind auch bereit, das Wissen zu teilen, weil sie wissen, sie können auch gar nicht alles. Und natürlich, je nachdem, ob du ein Expertentum hast, wenn du jetzt in den Bereich R&D oder so gehst, aber ich würde sagen, also wie Malakoff, korrigiere mich da, relativ offen, alle, und das ist unabhängig von der Generation, weil alle wissen, dass das relevant ist und dass wir sonst als Gesamtunternehmen nicht vorankommen, ja. Aber das Technikaffin, da gebe ich dir wie Maler recht, ich meine, das ist natürlich bei den Jungen, sieht man das insbesondere, und dann hängt es davon ab, und da müssen wir auch noch viel im Sinne von Digitalisierung, das hat jetzt nichts nur hiermit zu tun, sage ich mal, Überzeugungsarbeit leisten oder gucken, dass wir im Recruiting darauf achten, dass die Leute ihre Digital Skills mitbringen, ja, weil das ist einfach immer wichtig und da kommt man nicht mehr dran. Nein, also ich würde dir dazu stimmen. Also ich sehe da auch wirklich eher das Thema, die Software zu handhaben. Ja, also wirklich einfach Ja. dafür auch offen zu sein. Ja, eine neue Software kennenzulernen, da keine Scheu zu haben, sich da mal reinzufuchsen. Also ich glaube, da ist tatsächlich ein Generationenunterschied zu sehen. Und ansonsten ist es, was diesen Wissenstransfer betrifft, für uns unheimlich spannend. Wir sind ja in den beiden Regionen unterwegs. Und dadurch, dass die Functional Leads auch global sind, gibt es natürlich auch immer wieder Punkte, Prozesse, die halt in, sage ich mal, in Nordamerika schon da sind und die dann natürlich interessanterweise über die Orange dann auch nach Europa, Asien kommen und da geteilt werden, obwohl sie im selben Fachbereich sind und man sich darüber vielleicht nie so richtig ausgetauscht hat. Also da würde ich tatsächlich diesen Wissenstransfer auch so ein bisschen auch zwischen unseren Regionen halt sehen, im selben Fachbereich.